Bewegung zum Rana-System. So. Oh nein. Das habe ich unterschätzt. Wo ist die Heimatbasis für diese Flotte? Das hier wäre ungünstig, aber dann ist es immer noch besser als... Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Keinen Fehler jetzt machen. Famran hat auch noch die Festung. Gromium, nein, nicht Gromium. Das hier als Heimatbasis. So, hier sind 1700. Ja, damit seid ihr eine Weile beschäftigt, würde ich behaupten. Das heißt, die kommen da auch nicht raus. Ja, alles klar. Dann brauchen wir nämlich auch einmal... Richtlinien. Kriegsdoktrin. Hit and Run. Das ist also schon mal... Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt machen... Wo wollen die hin? Ja gut. Ich meine, ihr müsst nicht, ne? Ihr könnt auch direkt wieder so, sonst wohin gehen. Da brauche ich aber meine andere Flotte auch so schnell es geht hier drüben. Ich muss hier unbedingt einen neuen Anführer zuteilen. Auf dem anderen auch, wie ich sehe. Unnachgiebig. Tägliche Regeneration. Und hier. Robust. Aufklärer. So, die eine Flotte kommt auch schon wieder zurück. Das ist sehr gut. Eine Flotte ist aber auch total handelbar. Wie lange braucht ihr noch, um euren Krieg zu beenden? So, meine Flotte ist überlegen, hat die höhere Feuerrate und hat Waffen, die Schild und Panzerung ignorieren. Ja. Das ist ein Ausgang, mit dem ich leben kann. Bis jetzt noch kein Schiff verloren. So, einmal bitte im Orbit einfliegen. 19 Zerstörer, 5 Korvetten, 17 Kreuzer. Wow, wir haben einfach den Großteil ihrer Flotte damit ausgelöscht. Kriegsmüdigkeit, relative Flottenstärke, Kriegszielerniedrigung. Frage, können wir das System hier übernehmen? Ansprüche, 35. Ist derzeit beansprucht von Amazonen. Ja gut, die Amazonen sind mir egal. Aber wenn ich die andere Seite sichern kann, andererseits habe ich nicht die... Ich habe dafür leider aber auch überhaupt nicht... die Sternbasenkapazität. Ich meine, wir können mal versuchen, das hier zu übernehmen. Tuayama, wo willst du... Wo ist Tuayama? Seid ihr mit noch irgendwem im Krieg? Nein, nur mit mir. Construction complete.
Das korrigieren wir mal. Einfluss, nehmen wir Netzüberlastung. Andererseits haben wir das hier in einem Jahr. Gebt ihm mehr Leistungen. Wir brauchen einmal... Ja, hier ist... Die müssen hier gleich runter. Das hier dauert noch ein bisschen. Die möchten zum Rana-System. Ja, dann sollen sie kommen. Daran werde ich überhaupt nichts ändern. Transportflotte 55. Transportflotte 55 wird bald nicht mehr transportieren, wenn die alleine da reinfliegen. Aber ich meine, mir ist das recht. Wenn ich sie erniedrigen kann und dafür noch ein bisschen Einfluss kriege. Construction complete. Und sie halt erniedrigt sind danach, dann ist das okay. Wir könnten hoffen, uns zu besiegen, wenn die Geister selbst auf unserer Seite stehen. Ich merk's. Ich merke wirklich, wie die Geister auf eurer Seite sind. So, nicht zu nah ranfliegen, Leute. Euer Vorteil ist die Reichweite. Die fliegen weiter. Was ist mit der anderen Flotte? Die bewegen sich immer noch zum Rana-System. Okay. Pass auf, das ist mir aber gerade zu gefährlich. Das wird nämlich definitiv nicht mehr rechtzeitig klappen. So. Es hat begonnen. Ich hätte vielleicht auch das hier mal aufrüsten sollen. Recon Research Vessel destroyed. Ja, genau deswegen wollte ich sie rausschicken. So, ein Schiff haben wir verloren. Das kann man auch direkt mal ersetzen. Was ist mit... Ja, die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Monkadir Sablisur. Die Amazonen rasten ja aber gerade so ein bisschen aus. Krieg erklären kann ich, aber halt keinen Unterwerfungskrieg. Es läuft einfach nie so, wie man es haben will, oder? Construction complete. Ich meine, ansonsten muss es eben hier drüben irgendwo sein. Also muss ich halt mich bei den Asiaten mal bedienen und mir das hier alles schnappen. So, aber erstmal, ich möchte hierhin umsiedeln. Vulkanus. Hier ist schon wieder so viel los. Polaris-Festung. Robotischer Diener. Arbeitslos. Warum was? Ja, robotische Diener möchte aber auch kein Mensch. Wir hatten vorhin hier. Construction complete.
So, planetarer Schildgenerator, Bollwerk. Einmal. So. Technology secured. Teilweise besetzt, teilweise, teilweise, teilweise. Vollständig? Vollständig, vollständig. Ach, vollständig sind halt nur die, wo keine Kolonien drin sind. Das heißt, das muss ich später auch alles bereinigen, aber... Also zumindest, wenn sie es wirklich übernehmen. Wenn sie keine Ansprüche drauf haben, ist das natürlich wieder was anderes. Beendet einfach bitte euren Krieg endlich, damit ich meinen eigenen erklären kann. Enemy presence exposed. Wo? Enemy presence. Ja, 19. Ach Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Die sind auch zwar noch zum Rana-System. Gebt ihr mehr Leistungen? Nein. Na gut, ist ja auch nur vorübergehend. Ich möchte es aber nicht, dass die irgendein Event starten, was dann ewig dauert, bis es abläuft. Na kommt. Lasst euch zerfetzen. Wow. Stopp, 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 stopp. Ja, mal eben so 16.000 in der ersten Salve. Wie war das nochmal mit den Geistern? Passt auf, dass ihr nicht selber gleich welche seid. Zwei Schiffe verloren. Alter, 32.000? Was war das denn? Ich habe doch nur zwei Schiffe verloren. So viel hat sich auch nicht zurückgezogen. Relative Flottenstärke plus 1. Ja, dafür haben sie aber ordentliche Verluste hingenommen. Wirtschaftliche Macht ist überlegen, ja. Prima Bostina. Ah, ich sehe warum. Weil keine Energie mehr da ist. Dann machen wir eben einmal so und einmal so. Wovon? Woher habe ich bitte dunkle Materie? Ich kann keine dunkle Materie abbauen. Das ist ja das Problem. War declared. Aber es erklärt, warum auf einmal die Flottenstärke so runtergegangen ist. Wobei die hier sich immer noch nicht erholt hat. Construction complete. Prima Bostina. Wie lange kann es dauern, so einen blöden Krieg zu beenden? Monkadir Sablisur. Friedensangebot. Fände ich gut, wenn das, wenn ich das machen könnte. Andererseits. Achte Flotte. Wo ist die achte Flotte? Da ist die siebte Flotte.
Wo ist die achte? Das und irgendwelche Piraten. Technology secured. So, ich mach mal eben einen Vorstoß. Ich möchte den Krieg bitte zu meinen Bedingungen beenden. Die brauchen ja hier noch eine Weile. Construction complete. Construction complete. Vor allem, ich wollte auch eigentlich schon längst das Produktionsministerium gebaut haben. Das habe ich da schon wieder komplett vergessen. Haben wir irgendwo flüchtige Teilchen? Wir haben flüchtige Teilchen wie sonst was. Dann machen wir daraus eine Festung. Construction complete. So, mit dem Handelszentrum einmal hier rüber. Römer Illustratum, ja. Du kannst da wohnen bleiben. Also ich da wohnen bleiben, das ist okay. Habitate haben ja eh perfekte Bewohnbarkeit für alles. Was ist hier rückgängig? Römer, ach, weiß nicht genug. Ekio-System. Wo ist Ekio? Es ist endlich passiert. Haha! Ich habe kein Mitleid. Im Ekio-System ist ein gewaltiger Riss im Weltraum entstanden. Wir sind nicht sicher, wodurch er erzeugt wurde, aber der Riss scheint als eine Art Einbahnportal aus einer anderen Dimension zu fungieren. Aus dem Riss strömen merkwürdige Schiffe, die alles angreifen, was in ihrer Sichtweite liegt. Das sieht nach dem Beginn einer groß angelegten Invasion aus. Wir haben von einem der eintreffenden Schiffe ein starkes Signal empfangen, das es auf die andere Seite des Portals schickte. Es klingt wie ein Jagdsignal. Futterstelle erreicht. Reichlich Beute. Endlich werden wir uns laben. Was sind diese Dinger? Die Krise hat begonnen. Und sie fängt mitten bei den Mayas an. Karma ist halt eine Bitch, ne? So, kann man hier irgendwas sehen? Okay, hier ist ein Planet direkt. Ja, super. Ich glaube, ich muss die Wachmatrix nochmal ausbauen. Allerdings, aber andererseits 40 Sprünge bis hierhin. Eigentlich müsste ich ja alles. Ich sehe ja bis hierhin auch alles. Noch tut sich nichts. Kommt, erforscht mal. Das Problem ist nur, dass die Krise auch eine Gelegenheit darstellt, richtig Punkte abzukassieren. So, dann rückt mal an. Jetzt zwinge ich euch das genau hier anzurücken. Auf der anderen Seite sind die Anbinden. Construction complete. Kristallwesen sind zerbrechlich. Energiecredits von Jobs. Gegossene Kristallplatten habe ich doch, oder? Habe ich tatsächlich. Also, einmal das.
Mineralproduktion, Bergbaustation. Tut sich jetzt hier überhaupt was? Also noch sehe ich nichts. Oder ist das... Was ist denn da? Also das System hier hat nicht mal einen Namen. Muss ich das jetzt... Sollte mich das beunruhigen? Nicht, dass da irgendwas an irgendwie ein Bug ist oder sowas. Construction complete. So, ihr wollt unbedingt zum Rana-System, aber das werden wir nicht dulden. Ah, die wollen zum Rana-System und denen ist wahrscheinlich egal, dass dazwischen eine Flotte ist. So, den Heimatvorteil habe ich wahrscheinlich jetzt nicht, weil das System nur besetzt ist, aber dafür sind meine Flotten einfach doppelt so stark. Avalon? Wo ist Avalon? Ach, okay, hier. Wollt Arbeit? Dann könnt ihr Arbeit haben. Enemy presence exposed. Construction complete. Sind die Mayas jetzt auch noch echt im Krieg mit? Nein, sind sie nicht. Hier tut sich aber irgendwie gerade überhaupt nichts. Mir gefällt nicht, dass sich da gar nichts tut. Also irgendwie würde ich meinen, dass da schon irgendwas sein muss. So, ihr geht einmal zur Reparatur wieder hier hin. Armin 553 ist jetzt nicht mega, aber so, die zwei sind soweit. Dann übernehmen wir mal ein paar Systeme, damit wir den Krieg beenden können. Aber hier drüben tut sich... Die sind nicht mal die Mayas. Also ich würde meinen, dass... Ah doch, hier tut sich schon was. Verwüstung, ja. Ja, ich sehe, was los ist. Die Anbieter machen einfach nur ihren Job. Auf der Epsilon-Iridani-Festung. Dann siedeln wir einmal um. Das wird einen Gebäudeplatz deaktivieren.
Na, ja, dann ist es halt so. Ach komm, so langsam könntet ihr ja auch mal euren Krieg beenden. Vollständig von Dark Tribe besetzt. Ach, die sind auch noch im Krieg. Das ist nicht euer Ernst. Okay, neuer Plan. Wir holen uns den ganzen Teil hier. Ich habe keine Lust zu warten, bis die Ägypter mal sich dazu herablassen, diesen Krieg zu beenden. Ich mache hier noch einmal eine Erniedrigung. Und ansonsten überlegen, ja. Ich lasse die ein paar Mal hier in meine Flotten reinlaufen und dann ist gut. Das hier ist bald soweit. Hier können wir mal erweitern, dass wir 3 Flotten haben. Mayas garantiert jetzt die Unabhängigkeit von Ägypter. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Abbau von Sro. Ja, super. Sro bringt mir total viel. Dafür müsste man erstmal welches haben und dafür müsste man Psioniker sein. Die Unbidden haben einen Wächter besiegt. Construction complete. Construction complete. So, Handelsknoten benötige ich hier eigentlich gar nicht mehr so viele. Weil das ja mit Sprüngen agiert. So, das sieht gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Dann werden wir einmal... Ah, wie nennen wir sie denn? Jetzt müsste man mal wieder ein paar römische Provinzen zur Hand haben, aber mein Handy liegt gerade auch nicht vor mir, deswegen kann ich nicht nachsehen. Was gab's denn? Was hatten die noch? Nehmen wir einmal... Nee, warte. Nee, das war jetzt was anderes. Das ist... Nee. Wie hatten sie nochmal Spanien genannt? Ich habe so viele Asterix-Comics gelesen, aber jetzt fallen mir auf einmal keine Namen mehr für römische Provinzen ein. Ja, komm, dann lassen wir jetzt einmal den... Dann muss ich das später ändern. Und hier auch. Einmal... Dunkle Materie. Was? Wovon? Was ist denn hier dunkle Materie? Ein Gasriese mit dunkler Materie? Seit wann geht das denn? Wusste ich ja noch gar nicht. Construction complete. So, Entscheidungen. Arkäologieprojekt. Construction complete. Der Krieg, nee, der Krieg ist immer noch nicht vorbei.
Wo kommt die denn auf einmal her? Notfalls muss ich doch Status Quo machen. 25k. Wenn es die eine Flotte schafft, rechtzeitig dorthin zu kommen. Construction complete. Das könnte aber funktionieren. 49 gegen 37 mit Reichweitenvorteil und mein Gebiet. Construction complete. So, bleibt die jetzt auch hier in der Gegend, oder? Wo wollen die hin? Die bleiben nicht mal hier? Ja, wegen dem Wurmloch. Okay. Ja, gut.